rüsten wir uns noch einmal aus. Lederhandschuhe und das waren... Ja, sind eigentlich soweit die gleichen. Nehme ich mal an. Ja, sind die gleichen. Diamanten. Ach, Diamantenstaub haben wir gefunden. Sehr praktisch. Kurze Handschuhe, sind die besser? Ja, die sind besser. Anziehen. Lederhose. Abgenutzte Schuhe. Draht haben wir. Reißzahnschema haben wir gefunden. Okay, Leder. Fesseln und so weiter und so fort. Gut, das sollte passen. Und wir machen weiter. Jetzt sind wir zumindest etwas besser ausgerüstet. Hallo, Freunde. Jetzt sollte ich natürlich abwarten, dass er mich nicht entdeckt. Ich hätte hinlaufen sollen. Ich glaube, er hat mich aber noch nicht gesehen. Ja, nein. Bleib oben. Der sieht mich wahrscheinlich. Ja, das war sinnvoll. Da kommt direkt der. Och nee. Och nee. Das hat nicht wirklich gesessen. Den hätten wir. Den haben wir auch betäubt. Das ist natürlich sehr praktisch. Also es gab ja schon einen ähnlichen Effekt in The Witcher 1, dass wir Gegner betäuben konnten und dann direkt töten. Okay, geh zurück und hol Ayan Lavelet. Etwas zum Mitnehmen vielleicht? Spiel gespeichert, danke. Also das mit dem Schleichen ist ja ganz praktisch, aber irgendwie habe ich hier noch nicht den Dreh raus. Ihr seht es ja selbst. Ich muss ja wesentlich näher an die Fackeln kommen. Ich meine, illuminieren kann ich die ja wieder. Toll. Ich nehme mal an, wir gehen nach unten. Hier durchsuchen. Okay. Ja. Da liegt aber noch etwas. Kann ich aber nicht ansehen. Gut. Wir gehen mal nach unten. Wir haben nämlich soweit die Wärter beseitigt. Hallo. Ja, ich bin hier. Lass mir dir helfen. Na los, das schaffen wir. Okay. Hier lang. Können ihn sogar hinsetzen. Ja, hier war ich ja eben. Ich habe ja nicht umsonst hier die Gänge geräumt. Achso. Hier haben wir ihn. Immer langsam und gemächlich. Das Öllager. Okay. Da werden wir. Dann sehen wir mal. Eine geheime Tür, natürlich. Komm mit mir. Hier hast du doch nichts mehr verloren. Irrtum. Ich habe hier mehr denn je zu tun. Alleine? Ich brauche keine Hilfe. Ist das dein letztes Wort? Leb wohl, Hexer. Komm mit mir, wenn du leben willst. Achso, ja, okay. Der fackelt hier einfach die Bude ab. Ja, und jetzt? Wo soll ich denn hin? Hier sollten wir wohl nicht mehr lang gehen. Tja, mein Freund, dann viel Erfolg. Wir ziehen in das Weite. So viel dazu. Ich weiß nicht, ob er das so überlebt hat. Ein Schwert. Sehr schön, das nehmen wir direkt. Okay. Schaden 9 bis 12, Stahlschwert. Ich höre die Glocken. Fliehe aus dem Wehrturm.
Das hätten wir wohl geschafft. Hat er mich eben... Ich glaube, der sieht mich gerade nicht. Nochmal Glück gehabt. Halt! Verflixt, bist du das hier. Hexer? Man behauptet, du seist der Königsmörder. Nee, das bin ich nicht. Bin ich nicht. Und ich werde es beweisen. Das glaube ich dir sogar. Freut mich zu hören. Wäre nicht schön gewesen, dich jetzt umbringen zu müssen. Haben alle Haudegen die Schlacht überlebt? Ja, sie saufen sich schon seit 2 Tagen dumm und doof deswegen. Ich finde, ich schulde dir was. Du schuldest mir gar nichts. Wir sind in der Schlacht eingekesselt worden. Du weißt sicher, wie das ist, wenn man Ritter zusammenfercht. Nirgendwo kann man hin. Von hinten wird geschoben, vorne geht's nicht weiter und von oben schlagen die Hellebarden drein. Hätte ich keine Rüstung getragen, wäre ich zerquetscht worden. Und ich habe rund 12 gute Schläge auf den Helm kassiert. Mir klingeln zwar noch die Ohren und ich kotze auch dann und wann, aber immerhin bin ich am Leben. Gehirnerschütterung geht vorbei. Tja, mit seinem Amulett wäre er nicht sehr viel weiter gekommen. Und das war ja auch eine Entscheidung, die wir getroffen hatten, relativ weit am Anfang. Warst du auch dabei, als die Haudegen in den Hinterhalt der Skoyatel geraten sind? Gute Frage. Warst du mit den Haudegen auf Patrouille, als sie den Skoyatel in die Falle gegangen sind? Ja. Hexler hat gesagt, diese Einheit wäre ziemlich bösartig gewesen. Ist dir was Besonderes aufgefallen an ihnen? Hatten sie irgendwelche Abzeichen oder sowas? Tja, sie hatten Masken aus dem Stoff von Uniformen der Spezialeinheiten. Und sie schrien Jorvet oder so ähnlich. Woher kam der Drache? Keine Ahnung, aber er hat uns die Ärsche gerettet. Die Elfen hörten mit der Schießerei auf, sobald sie ihn sahen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Dann sind wir abgezischt wie vom Teufel persönlich. Nimm das hier. Hexler hat gesagt, ich soll mehr lernen, aber ich bin nicht der Typ dafür. Werde wohl nie ein großer Drachenjäger, schätze ich. Aber dir könnte es nützen. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Der Damm wird bewacht. Da kannst du dich nicht durchschleichen. Kannst du sie ablenken? Ich versuch's. Aber denk daran. Vergiss mich, wenn's zum Kampf kommt. Vielleicht sind wir dann sogar Feinde. Das hoffe ich nicht. Geh. Gib mir ein paar Augenblicke. Soweit wird es hoffentlich nicht kommen. Und vielen Dank, mein alter Freund. Begib dich zum Schiff. Ach, der Geralt. Na toll. Gut, gehen wir. Er lockt sie wirklich weg. Sehr schön. Ich nehme das mal mit. Ach, und wunderschöne Musik. Hört man hier gerade nur relativ leise im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, wie penetrant meine Stimme ist. Aber die Musik ist mal wieder ausgezeichnet. Aber ich glaube, das hat auch nie jemand angezweifelt. Sieh sich das mal einer an. Okay. Da hinten... Hier drüben. Triss! Ja, da sage ich nicht nein. Haben wir noch etwas? Ach du Heilige. Das nehmen wir mit. Und was hätten wir hier? Ich meine... Umsehen kann ich mich ja sicherlich hier. Okay. Ich fordere nicht mein Schicksal heraus. Ariatris. Gut, dann müssen wir wohl fliehen. Ja, guten Tag. Ab nach unten. Pest und Pocken. Du musstest ja nicht gleich die Burg niederbrennen. Du solltest dich doch rausschleichen und jedes Blutbad vermeiden. Du hast mir nur den Schlüssel für die Handschellen dagelassen. Keinen Umhang, der unsichtbar macht. Triss, ist alles in Ordnung? Königliche Ratgeberin war ich mal. Bin meinen Posten los. Mein Heim in Vysima. Hexerliebchen nennt man mich. Schicksal des Königsmörders. Politik kann grausam sein. Die Leute reden, wie sie meinen, dass sie müssen. Ich weiß, aber... Sie werden die Meinung ändern, sobald wir den Königsmörder haben. Roche sorgt schon dafür. Korrekt, Spion? Ein Spion bin ich nicht. Aber ansonsten hast du wohl recht. Interregnum bedeutet blankes Chaos. Ratten wie Baron Kimbold und Graf Maravell regieren Temerien.
Oder versuchen es wenigstens. Nur der alte Nathalys kann wieder eine echte Ordnung herstellen. Nathalys ist weit weg und von geringer Geburt. Er kann die Krone nicht erlangen. Baron Kimbold hingegen... Politik ist jetzt nicht so wichtig. Vernon, hast du irgendetwas über den Königsmörder erfahren? Vor einer Woche habe ich Nachricht von meinem Informanten in Flotsam erhalten. Er hat Jorvet in Gesellschaft eines riesigen Glatzkopfs gesehen, so wie du ihn auch beschreibst. Vor einer Woche? Klingt mir nach einer kalten Spur. Irgendwo müssen wir anfangen. Die Faktorei liegt ein paar Tagesreisen flussaufwärts in den Wäldern an der Grenze zu Edirn, in Jorvets Territorium. Dann auf nach Flotsam. Triss? Ja? Ich bin ein bisschen ramponiert. Siehst du noch meinen Wunden? Mhm. Gehen wir unter Deck. Und du musst mir von Yennefer erzählen. Jede Kleinigkeit. Ich will alles hören. Auch das, was du mir nicht sagen willst. Auch das, was wehtut. Klar zum Ablegen! Taue klar und alle an Deck! Taue sind klar. Ehre ist eine seltsame Sache. Die Ehre hat Arjan den ungleichen Kampf gegen die Übermacht von Temerien aufnehmen lassen. Als er bezwungen wurde, war es die Ehre, die ihm den Nacken beugte und seine Leute rettete. Doch dieselbe Ehre hat es ihm nicht erlaubt, sich selbst zu retten. Es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man unglücklicherweise als Königsmörder gilt. Erst recht nicht für jemanden wie Geralt von Riva. Dieses Pech. Ich kenne den Hexer gut und weiß, dass ihm Könige, Höfe und Politik nicht die Bohne scheren. Sei's drum. Das Leben ist schließlich kein endloser Frühlingsritt. Bisweilen zwingt es uns dazu, uns mit Widerlingen wie Vernon Roche zu arrangieren. Nun, ich rechtfertige mich nicht. Denn ich hatte meine Gründe. Die Fahrt nach Flotsam über war der Hexer in Gespräche vertieft. Während das Wasser an die Planken schlug, erzählte Triss vom Kind der Überraschung und der zerstörerischen Liebe, die den Hexer mit der Zauberin Yennefer verband. Von seiner Lebensgeschichte, die man ihm genommen hatte. Ich langweile doch niemanden. Nein, man möge dies Werk nicht zur Seite legen. Um der außergewöhnlichen Persönlichkeit willen, die in Kürze ihren Auftritt hat. Unterm Galgen. Vier Monate zuvor. Ah!
Steck die Waffe weg, Elf. Ich will mit dir reden. Verneig dich. Du stehst vor einem gekrönten Haupt. Das von dem erwähnt, durchlauchtigster Herr von Eddern, von Gottes Gnaden, Souverän des Pontertals und so weiter. Und du bist? Ein Freund der Anderlinge. Ich habe einen Vorschlag. Sprich, schnell und präzise. Die Krabbspinne taucht gleich wieder auf. Bis dahin hätte ich gern Klarheit. Du könntest diesem Haupt noch weitere hinzufügen. Gekrönte. Red weiter. Zuerst den von Foltest. Aber ich brauche Hilfe. Wenn in Eddern nur knapp entkommen. Zugang zu euren Verstecken. Karten von euren geheimen Pfaden wären nützlich. Und schließlich die Hilfe der Scoia'tael. Gold will ich keins. Auch der Ruf eines Töters schert mich nicht. Warum willst du sie dann umbringen? Lange Geschichte. Dein Schützling hat den Nickel erwischt. Zeit zu gehen. Sind wir uns einig, Elf? Akt 1, Gegenwart. Flotsa müsste da hinter der Landzunge sein. Gehen wir am Strand entlang. Gehen wir? Wer wir? Du und ich. Kundschaften. Ich komme mit. Besser nicht. Es könnte brenzlig werden. Wir wissen nicht, wie sie uns empfangen. Und deshalb lasse ich euch nicht allein losziehen. Irgendwer muss sich um euch kümmern. Was denn? Hat sie ihre Tage? Ach Mensch, harte Landung. Die gute Triss nehmen wir natürlich mit. Seemann. Und was jetzt? Du wirst deinen Hexearsch kaum trocken rüberbringen. Spring schon. Grüß dich. Ja. Guten Tag. Ärger? Nein. Will. Ja, ja, ist ja gut. Willkommen an Bord übrigens. Ärger? Teufel, ich will. Los, Hexer. Ich will mich ja noch umsehen. Ach, hier hinten haben wir noch. Wes, genau. Hexearsch kaum trocken rüberbringen. Spring schon. Mhm. Seemänner? Mhm. Hier unten. Okay. Ich bin ja schon auf dem Weg. Wir haben eine Mission zu erledigen. Und noch viele weitere werden folgen. Na los. Ich bin hier. Gibt es Nachrichten von deinem mysteriösen Informanten? Der Hafen ist blockiert. Die Kaufleute sitzen hier zum Teil schon seit Wochen fest. Im Wald muss es doch Pfade geben. Im Wald herrscht die Ordnung. Mitnehmen. Okay. Das kann ja nicht schaden. Will ich mal hoffen. Okay. Gehen wir. Ich bin ja schon auf dem Weg. Meine Güte. Harte Landung. Geh an der Küste entlang bis nach Flotsam. Weißt du, wo wir sind? Im Wald? Wie witzig. Weißt du, wem dieser Wald gehört? Jorvet? Ich weiß mehr über das Pontertal, als du meinst. Auch das Foltest, dieses Land vor ein paar Jahren dem Event abgeknöpft hat. Du warst wohl dabei? Die gute Triss. Hört ihr das? Stinkt nach Elfen. Hört sich eher nach Elfen an. Das ist wirklich schon ein magischer Wald. Aber ein idyllisches Plätzchen. Ihn kennen wir doch. Das... Vernon Roche. Seit 4 Jahren Anführer der Temerischen Sondereinheit. Diener des Temerischen Königs. Verantwortlich für die Befriedung des Mahakam-Vorlands. Elfenjäger.
Mörder von Frauen und Kindern. Zweifach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jovet, gewöhnlicher Hurensohn. Mhm. Ich habe so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Und da tauchst du mir nichts, dir nichts in meinem Wald auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger. Okay, können wir das diplomatisch lösen? Gedungener Mörder. Ein Däune im Dienst der Skoyatel. Tief seid ihr gesunken. Gedungener Mörder, ja, so kann man ihn wohl nennen. Aber ganz gewiss nicht Däune. Hier geht es doch nicht um Rassenzugehörigkeit. Und ob das der Zankapfel ist? Wir haben spitze Ohren, ihr runde. Wir sind langlebig, aber nur wenige. Ihr dagegen vermehrt euch massenhaft. Doch glücklicherweise krepiert ihr schnell. Jeder will beweisen, dass gerade seine Ohren die richtige Form haben. Darum dieser Rassenkrieg. Deswegen bekriegen sich Menschen und Elfen seit über 4 Jahrhunderten. Wegen der Form ihrer Ohrmuscheln. Sinnvoll. Okay, ich hatte eigentlich eben überhaupt nichts gedrückt. Wir wollen den Kriegsmörder. Schenken wir uns diese philosophischen Spitzfindigkeiten. Unter euch ist ein Königsmörder. Wir kommen seinetwegen. Dann haben wir einen Interessenkonflikt. Der Königsmörder steht unter meinem Schutz. Ich gebe ihn nicht heraus. Natürlich nicht. Ach ja. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit, nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten ebenso wenig scheren wie eure Ohren. So war es mit Nilfgaard und so ist es auch jetzt. Irre ich mich? Du irrst dich. Die Zeiten sind vorbei. Niemand benutzt mehr die Skoyatel. Wem willst du das verkaufen? Mir? Dir? Oder deinen Schützen im Gebüsch? Hör auf zu schwafeln! Sterbe! Das ist nicht gut. Das sollte sie aufhalten. Triss, bist du in Ordnung? Wie schön. Anscheinend ja nicht. Oh nein. Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Geralt, der Zauber wirkt noch. Geh nicht weg. Was ist los? Keiner mehr da, der noch Schmetterlinge herzaubern kann. Hauen wir ab. Zum Boot. Und jetzt müssen wir eingreifen. Auf der Seite sind noch mehr. Wir müssen uns nach Flotsam durchschlagen. Oh nein. Lässt du wohl die Pfoten von meinem Hintern? Was dachtest du denn, wer es ist? Ich bin kein Sack Kartoffeln und kein verdammter Elite-Soldat. Ich bin eine Frau. Hab ich bemerkt. Na los, Beilung. Immer ruhig bleiben, Triss. Das schaffen wir. Immerhin sterbe ich mit der Hand auf einem reizenden Hintern. Ja. Man muss immer die guten Dinge im Leben sehen. Richtig so. Nicht so zappeln. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Bist du noch ganz? Ach ja, aber das Schild. Diese Hurensöhne. Was ist los? Läuft mit ihr. Ich sehe nur deine Stiefel. Wo ist diese beschissene Anlegestelle? Okay. Allmählich glaube ich, dass wir hier doch heil rauskommen. Triss, na, das will ich schwer hoffen. Triss, schneller. Noch ein bisschen. Okay, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Geralt, nun töte sie schon. Ich bin dabei. Na, das ist ja schnell eskaliert. Na, Kräuter. Ja, Mensch. So viel Zeit muss sein. Okay, wir hätten jetzt noch die ganzen Leichen durchsuchen können, aber wir beeilen uns einfach mal. Eichhörnchen, sie greifen an! Alarm! Eichhörnchen, sie haben Magier dabei! Macht okay. euch Okay, und nun? Wir werden sehen. Oh,
Ihr kennt euch? Oh ja, aber davon weiß er nichts mehr. Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Foltest tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. So viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexer. Ich bin Gewürzhändler. Emhyr Far Emrhais. Ein Händler? Gewürzhändler. Aha. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entronnen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen. Zwerge und einen Barden. Schenke und Bordell gibt's auch. Da könnt ihr euch erholen. Auch schön. Das dürfen wir nicht versäumen. Gerade das Bordell nicht. Geht wohl. Ach ja. Okay. Harte Landung. Händler. Tja. Mir faul vor. Huch. Achso, gespeichert. Und wir haben auch übrigens erfolgreich den Prolog abgeschlossen. Level aufgestiegen. Und sind hier am ersten Akt angekommen. Und wahrscheinlich auch in der ersten Örtlichkeit. Wo ist der Kommandant, wenn man ihn mal braucht? Wohin so eilig, Freundchen? Na, Hallöchen. Loredo säuft doch den ganzen Tag nur. Aha, das ist doch der Hexer. Die bringen ja immer Ärger. Wenn du das meinst. Sei gegrüßt. Tag auch. Ja. Die grüßen mich zumindest. Was willst du? Puh. Jetzt einen Kuchen. Ja. Okay. Jetzt einen. Achso, hier komme ich nicht durch. Jetzt einen Kuchen. Aha. Okay. Gut, das war ja schön. Diese Arroganten. Der arrogante Pöbel. Verfluchte Scheiße. Danke. Es freut mich auch sehr. Ah ja, ich habe schon eine Vermutung. Wo ist der? Hallo? Hä? Wo sind die Menschen hin? Okay. Zauberei. Dem Henker in die Parade gefahren. Achso, geh jetzt so in Richtung auf den Marktplatz. Das machen wir gleich. Aber ernsthaft, wo sind die Personen hin? Ich hinterfrage das mal nicht weiter. Wen haben wir hier? Wie geht's? Ganz gut, der Herr. Finden wir hier noch etwas Besonderes? Okay, hier haben wir ein Gesucht-Plakat. Gesucht, tot oder lebendig, der Elf Irovet, Anführer einer Einheit der Skoyatel. Was ist nur aus den Skoyatel geworden? Nur gut, wenn wir uns an The Witcher 1 erinnern. Die waren nie wirklich gut zu sprechen auf die Menschen. Wie geht's? Ich meine, wir sind technisch gesehen wohl auch ein Mutant, also ein Anderling. Na schön, ich glaube, hier finden wir nicht sehr viel. Regen, Regenwetter verstärkt elektrischen Schaden. Quen ist dann wirksamer. Bedenke allerdings, dass Magier Regen gegen dich einsetzen können. Ach so. Das heißt, das garstige Wetter hilft uns weiter. Sehr interessant. Scheint sich auch nicht wirklich auf die Performance auszuwirken. Umso besser. Hier kommen wir rein.